Die Zentralbank ist restriktiv, wir haben schon gesagt, hohe Realzinsen. Und der Finanzminister in Deutschland sagt, ich muss jetzt sparen, ich muss jetzt sparen, auf Teufel komm raus, irgendwo spare ich jetzt was ein. Ja, wenn die Rezession jetzt nicht, wie in seinem Bericht da steht, null ist, oder die Wirtschaftsentwicklung nicht null oder 0,1 oder minus 0,1, sondern minus 2, was dann? Weil er sie verschärft, weil er die Lage verschärft, weil minus 2 ist, dann wird der Staat noch viel mehr Schulden machen als vorher. Weil es geht da nicht anders, ne? Wenn die Arbeitslosigkeit wirklich massiv steigt, die ist ja jetzt noch, steigt ja noch relativ langsam, 10.000 im Monat oder 15.000 im Monat oder sowas in der Größenordnung. Aber wenn sie mal um 50.000 pro Monat steigt, dann wird das nicht wundern. Aber das ist unendlich naiv. Und ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begreifen, dass es in Deutschland nicht mehr Stimmen gibt. Ich bin ja der einsame Rufer in der Wüste da, dass es nicht mehr Stimmen gibt, die sagen, das ist verrückt. Das ist vollkommen verrückt. Das hat auch noch nie jemand in der Vergangenheit so gemacht. Nur Lindner stellt sich hin und macht das einfach, weil. Es müsste das BSW auch mehr popularisieren. Also es muss mehr Kritik an diesen irren Zinserhöhungen geben. Also die Sparpolitik, die wird ja von Sarah Wagenknecht und so kritisiert. Die fordern ja auch eine Schuldenbremse, was ich auch noch ein bisschen zu zahm finde. Die Schuldenbremse muss weg. So heißt sogar das Unterkapitel hier von Mission Money, die Schuldenbremse muss weg. Die widerspricht einfach einer wirtschaftlichen Realität, in der die Unternehmen Nettosparer sind. Also es heißt ja manchmal, die Schuldenbremse sei nicht mehr zeitgemäß. Die war noch nie zeitgemäß. Die hat immer schon der Bundesregierung rationale Finanzpolitik verboten, weswegen sie in der Krise auch immer ausgesetzt werden muss, da sonst die Wirtschaft komplett zusammenbricht. Und jetzt in der Krise wirklich die Idiotie an den Tag zu legen, eine Regel einzuhalten, die die Wirtschaft zerstört, das, ja, da kann man wirklich nur fassungslos werden. Und ich kann mich Flassbeck auch hier nur zu 100% anschließen. Ist so sein Ding. Er hat keine Ahnung, er weiß nicht, wovon er redet, aber er macht es einfach. Irre. Finde ich wirklich irre. Aber lügen wir uns da ein bisschen selber in die Tasche, weil wir stellen uns das ja jetzt alle immer leicht vor. Ich bin ja auch für massive Investitionen, dass wir sagen, ach ja, komm, machen wir, Herr Flassbeck, machen wir die Schleusen auf und dann wird gebaut, dann bauen wir Energie, dann bauen wir Straßen, blühende Landschaften. Aber Wohnungen. Ich hatte es vorhin schon mal gezeigt, ich kann es nochmal zeigen. Wohnungen. Wir brauchen Wohnungen. Der Wohnungsbau ist um mehr als ein Drittel Jahren eingebrochen. Durch die Zinserhöhung der EZB in erster Linie. Ihr seht es hier, wir haben seit 2014 eine Nullzinsphase und seitdem, oder nahe Nullzinsphase, kannst du es nennen, wie du willst. Und der Wohnungsbau ist leicht gestiegen und dann auf stabil hohem Niveau geblieben. Und seit 2022, seitdem die EZB ihre Zinserhöhung angekündigt hat, kollabiert das Ganze. Also die Wohnungsbaugenehmigungen sind das jetzt, die ihr hier gerade seht. Also sind sogar noch konjunkturbereinigt. So sieht das Ganze nicht konjunkturbereinigt aus. Also ein ziemlich eindeutiger Trend. Also die brechen gerade ziemlich krass ein. Und wenn man das ändern wollte, dann müssen die Zinsen endlich wieder runter. Also, und wenn die EZB nicht dazu bereit ist, dann muss der Staat halt irgendwie diese Lücke füllen, indem er billige Kredite an Wohnungsbauer vergibt, indem er die Banken irgendwie anders reguliert, dass sie da mehr günstige Kredite vergeben oder indem er schlicht und ergreifend selbst baut. Also Mario Lochner hat hier gerade sehr gute Dinge aufgezählt, wo wir Geld reinstecken können. Aber eine Sache, wo der Staat wirklich hunderte Milliarden Euro investieren sollte in den nächsten Jahren, wäre der Wohnungsbau. Man sieht es ja bei den Sozialwohnungen aus. Ich meine, wir hatten 1990 rund 3 Millionen Sozialwohnungen, heute haben wir nur noch 1 Million. Also 2 Drittel aller Sozialwohnungen sind verloren gegangen in den letzten 3 Jahren. ist überhaupt das Personal da? Also wir brauchen ja erstmal Leute. Das muss ja alles erstmal genehmigt werden. Das ist doch bei uns auch alles gar nicht so leicht möglich, oder? Wir haben doch Probleme wie Bürokratie, Personal und so weiter und so fort. Also würde das überhaupt funktionieren? Also in der Theorie absolut, in der Praxis funktioniert das doch Ja, nicht, aber oder? dann, man muss es doch umsetzen, man muss doch anfangen mal damit, man muss mal halt das Personal aufbauen. Wir haben natürlich über 20, 30 Jahre seit Helmut Kohl haben wir abgebaut, ne? Wir haben den Staat massiv runtergefahren. Wir haben den Staat wirklich entmenschlicht, spezialisiert sozusagen. Aber Der die hat. Staatsquote ist doch über 50%. Also der Staat ist ja nicht kleiner Ja, geworden. das hat 3 Gründe. Rente, Finanzkrise, Corona. Also in der Finanzkrise, da mussten Banken gerettet werden, das wurde nach oben getrieben. Während Corona, da lag ja die ganze Wirtschaft still, da ist die Staatsquote gestiegen und durch die immer weiter wachsende Zahl an Rentnern steigt die Staatsquote. Also der Staat macht hier nicht irgendwas Aktives mit dem Geld. Das Einzige, was der Staat macht, ist das Geld an die Rentner umzuverteilen. Also das ist jetzt diese wachsende Staatsquote, die wir da sehen. Wenn wir den ganzen Sozialabbau der letzten Jahrzehnte, beispielsweise die Senkung des Rentenniveaus nicht gehabt hätten, dann wäre die Staatsquote aktuell sogar noch höher. Und das wäre auch überhaupt kein Problem.
worden. Der Staat Wie kümmert. gesagt, das muss wirklich jedem klar sein, auch weil so immer gegen den Staat gehetzt wird. Also das Geld, was über die Sozialversicherung an die Rentner umverteilt wird, das frisst der Staat nicht auf. Das geht an die Rentner. Also das geht viel effektiver als beispielsweise bei dem halb privat organisierten Riester-System, wo sich die Versicherungskonzerne jeden vierten Euro, der da rein investiert wird, in der Tasche stecken. Sich Nein, der vielleicht immer Staat, um ich mehr meine, die unwichtige Dinge, Staatskredite, kann man das so sagen? zählt ja vieles dazu, aber der Staat im Inneren, der funktionieren soll, der funktioniert lange nicht mehr so, wie er einmal funktioniert hat, weil es einfach diese Leute nicht mehr gibt. Man braucht nur die Bahn anschauen. Die Bahn ist das klassische Beispiel. An der Bahn wurde gespart, 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 ja, und jetzt wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Man kann einen solchen Betrieb nicht runterfahren, weil man ihn an die Börse bringen will, diese irre Idee. Und einfach sparen und die Wartungen einsparen und was weiß ich alles einsparen. Das kann nicht funktionieren. Selbst wenn es jetzt nicht ganz schnell geht, muss man trotzdem umschalten. Man muss umschalten auf Expansion und weg von dieser lächerlichen Restriktion. Und ich muss auch mal zu den Bauern was sagen. Es nützt überhaupt nichts, jetzt über die Bauern da zu schimpfen oder so. Die Bauern sagen einfach, warum gerade wir? Und da haben sie recht. Warum gerade wir? Warum sind jetzt wir diejenigen, die für den Klimawandel und für alles bezahlen sollen? Es gibt keinen Grund dafür. Wir brauchen einfach einen größeren Ansatz. Wir haben Klimawandel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Brauchen wir einen viel größeren Ansatz, einen globalen Ansatz, der übrigens gescheitert ist in Dubai, ne? Da können wir nachher noch drüber reden. Dubai ist das Scheitern des globalen Ansatzes im Klimawandel, um uns klar zu verstehen. Und nicht ein Fortschritt, wie manche es noch verkaufen wollen. Aber wir brauchen darüber hinaus, wir brauchen ein größere Würfe als diese kleinteilige, jetzt gebe ich nämlich dir ein bisschen was weg und dann nehme ich den anderen was weg. Und der Lindner hat gesagt, weil ihr Bauern seid, beruhigt euch doch, ich nehme jetzt anderen noch mehr weg. Das ist doch toll, da müsst ihr mich doch beklatschen. Das ist völlig absurd, das ist noch viel dümmer. Ich nehme denen was weg, jetzt nehme ich das wieder zurück und dann nehme ich anderen noch mehr weg. Und dann anderen noch wieder weg, dann muss er den Arbeitslosen sagen, dann nehme ich den Ausländern noch mehr weg und was weiß ich, wird immer noch doller. Es ist alles Schwachsinn, alles grandioser Schwachsinn. Es muss ausgegeben werden, es muss Geld ausgegeben werden. Aber es kam eine interessante Frage aus der Community und zwar, ich lese einfach mal vor. Hier, Flassbeck sagt ja immer, der Staat muss Schulden machen bzw. Geld ausgeben, sonst ist nicht genug Geld da. Frag ihn mal, also bezogen auf mich, ob man nicht auch die Steuern senken könnte und das Defizit mit Schulden finanzieren könnte, dann wäre ja auch genug Geld da. Wäre das nicht auch eine Idee, dass wir zum Beispiel Arbeit attraktiver machen, dass wir sagen, wir streichen jetzt die Einkommensteuer für die Unteren, weil da haben wir auch ein Problem ja teilweise, dass die Leute Ja, sagen, ja, irgendwie ja. lohnt sich das Arbeiten nicht mehr. Wäre das nicht auch ein Ansatz, dass man Ja, ja, sicher. Schulden finanziert, die Steuern senkt zum Beispiel? Natürlich, kann man auch machen. Kann man auch machen. Das ist völlig klar. Man kann entweder Ausgaben stärken oder Steuern senken. Man kann auch eine Mischung machen, man kann alles Mögliche machen. Nur man muss sich trauen, Schulden zu machen. Anders geht es nicht. Die Linkspartei und die AfD hatten 2022 schon vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett zu streichen, was laut EU-Recht auch möglich wäre. Wer hat es abgelehnt? CDU, SPD, FDP und Grüne, sprich die Altparteien. Die sind gegen Steuersenkungen. Man sieht ja auch, wie verrückt das bei Lindner ist. Er sagt, Steuern erhöhen ist ja ganz schlecht, weil das behindert ja die Konjunktur. Aber wenn er Ausgaben kürzt, das behindert offensichtlich niemand, ne? Weil er nicht begreift, dass alle seine Ausgabenkürzungen am Ende wieder bei den Unternehmen landen, ne? Er kürzt die Gewinne der Unternehmen und glaubt, aber das schadet gar nicht, weil ich habe ja dann zwischen welche getreten, die nicht gearbeitet haben oder so. Das ist alles Blödsinn. Steuern senken kann man auch. Ja, man kann auch Steuern senken. Ja, also wir können uns ja auch hier Vor jetzt. allem, es ist ja eine riesige Idiotie. Man sagt jetzt, man macht auf die Bürgergeldempfänger mehr Druck, damit die Jobs annehmen. Jobs, die es nicht gibt. Wir haben 800.000 Stellen in Deutschland, 2,6 Millionen Arbeitslose. Das passt nicht zusammen. Und selbst wenn man die höchsten Stellen für neu, also die höchstmögliche Rechnung für neue Stellen nimmt, das ist etwas mehr als, also zwischen 1,5 und 2 Millionen sind das immer in dieser einen Umfrage da. Selbst das ist weniger als die offiziellen Arbeitslosen und die offizielle Arbeitslosenquote, die wird ja auch an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Also da kann man noch mal die gleiche Zahl an Arbeitslosen, die nicht in der Statistik auftauchen, beziehungsweise an Leuten, die in Teilzeit sind, obendrauf rechnen. Also in Wirklichkeit an Leuten, die mehr arbeiten wollten. Also sei es, weil sie in Teilzeit sind, sei es, weil sie arbeitslos sind, aber halt nicht als arbeitslos gezählt werden, was auch immer. Also wie gesagt, dazu hatten Jan und ich auch mal ein Video auf meinem Erstkanal gemacht. Schaut euch das gerne an, aber
Wir haben so viele Arbeitslose in Deutschland, dass es wirklich eine riesige Idiotie ist, zu sagen, wir machen jetzt auf diese eine Gruppe mehr Druck, dann nehmen die alle Jobs an, weil es diese Jobs schlicht und ergreifend nicht gibt. Relativ schnell einigen. Was läuft denn da schief? Also haben Sie noch Hoffnung, wenn Sie auf die Politik blicken? Denn eigentlich wäre es ja gar nicht so kompliziert, oder? Also Nee, wir ist sehen ja überhaupt gerade, wir nicht. verlieren uns in diesem Kleinen-Kleinen, sagen, okay, die Bauern, Ja. nehmen wir es denen weg, dann beschweren sich die, dann nehmen wir es den Fischern weg, dann blockieren Ja. die wieder den Hafen, dann sind es die Arbeitslosen oder die Ja. Flüchtlinge oder wer auch immer. Das bringt ja unterm Strich nicht wirklich was. Also Nein, es schadet, es schadet. werden Sie verrückt teilweise, wenn Sie da drauf blicken? Oder wie geht es Ihnen dabei? Ja, sicher, Also man merkt es ja, ich reg mich wirklich auf. Es ist ungeheuerlich, dass wir nicht in der Lage sind, mal drei klare analytische Sätze hintereinander zu sagen. Der eine heißt, wenn in einer Volkswirtschaft gespart wird, müssen auch Schulden gemacht werden. Ne? Den haben wir schon oft besprochen. Das ist der einfachste Satz. Wenn die Unternehmen die Schulden nicht machen, muss sie der Staat machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist nun mal, das nennt man Marktwirtschaft, das System. Funktioniert nicht anders. So, und das müsste man jetzt umsetzen, muss man sich mal hinstellen und das der Bevölkerung erklären. Ne? Unser Bundeskanzler hat jetzt gerade wieder gesagt, er will jetzt auch erklären. Ja, da soll er mal anfangen. Da soll er mal anfangen. Im Bereich Wirtschaft soll er mal was erklären, wirklich erklären. Aber das tut er natürlich nicht und auch keiner Talkshow wird. Wer erinnert sich nicht mehr daran? Also selbst wenn es ihm irgendwann mal erklärt wurde, der weiß das nicht mehr.